Hallo miteinander, herzlich willkommen bei RBBQ. Heute geht es um das schöne Plättchen. Es gibt ein Cola Chicken à la Myron Mixon. Myron Mixon ist der bekannteste, erfolgreichste Barbecuer in Amerika. Hat Serien, hat Filme, hat Bücher. Also wirklich eine grosse Nummer. Und er hat in einem Buch ein Cola Chicken gemacht. Klingt schon mal ganz verrückt. Ob das funktioniert, wie das schmeckt, zeige ich euch gerne in diesem Video. Viel Spass! Das sind Zutaten, die wir für das Cola Chicken brauchen werden. Zwei schöne Bullebrüschli, dann rote Zwiebeln, Knoblauch, Bacon, eine Würzmischung nach eurer Wahl. Ich habe jetzt hier Crazy Cajun. Natürlich ein Cola Original, eine Barbecue-Soße. Und dann habe ich da so einen Zartmacher, so einen Stecher. Mit dem sticht man Löchli ins Fleisch. Hat zwei Vorteile, man tut ein bisschen die Fasern brechen, es wird ein bisschen zarter. Und es hat natürlich dann Löcher im Fleisch, dort kann die Marinade besser eindringen. Habe jetzt mein Poulet gestochen, dann tue ich den Knoblauch vierteln und in Scheibli abschneiden. Eben so die rote Zwiebeln. Viertel abschneiden. Muss nicht ganz schön sein, das ist nur für die Marinade, für den Geschmack. Die Zwiebeln und der Knoblauch kommen in eine Schale rein. Da kommen die Bullenbrüste dann dazu. Das füllen wir jetzt auf mit dem Cola. Tun das mit den Händen ein bisschen durchkneten, ein bisschen durchmischen. Und dann kommt das für 3 Stunden in den Kühlschrank. Rezept Myron Mixon, Minimum 6, lieber 12 Stunden. Wenn das ein bisschen hat können ziehen, ich nehme die Bullenbrüste raus, tun wir es etwas abtropfen. Dann kann ich es würzen. Eben da könnt ihr eine Würzmischung nehmen, die ihr gerne habt. Von beiden Seiten schön eingewürzt. Dann nehme ich mir jetzt den Bacon, die Specktranche, tue mir ein Brüschli damit schön einpacken, das Päckchen binden. Das zweite Bullenbrüschli lasse ich so. Es gibt auch jemanden, der den Speck dann nicht so gerne hat und darum lasse ich es sein. Mein Keramikgrill habe ich auf etwa 160 Grad eingeregelt. Indirekte Hitze, das heisst, ich habe dort den Fleckbaustein eingesetzt, damit es nicht direkt über der Glut ist, sondern schön indirekte Umlufthitze bekommt. Ich fahre jetzt die Temperatur ein bisschen ab, auf etwa 140-150 Grad. Lasse das mal so eine Viertelstunde angrillieren. Drehen wir jetzt mal schnell um. Unten ist immer noch ein bisschen heißer. 5 Minuten noch mal ziehen lassen. Dann kommt jetzt meine Barbecue-Soße. Dann tue ich mir die zwei Brüstchen schön einlackieren, eingläsen. Schliessen den Deckel nochmal, lasse nochmal 5 Minuten ziehen, drehe es mir um und das gleiche Spiel mache ich von dieser Seite jetzt auch noch. Barbecue-Soße, auch da könnt ihr nehmen, was ihr gerne habt. Nochmal schön einpinseln. Schliessen wir den Deckel nochmal, wieder 5 Minuten ziehen lassen. Dann sind wir so bei einer Gesamtzeit von etwa 25 Minuten. Schaue ich mal schnell im Kerntemperaturfühl, wo ich bin. Alles, was so über 72 Grad ist, ist in Ordnung. Das Brüschli ist über 72. Das kleine, das nehme ich mir schon mal weg.
und ein bisschen dickere mit dem Speck, der ein bisschen isoliert. Das ist noch nicht ganz so weit, das braucht noch mal 5 Minuten. Deckel schliessen, auf Temperatur ziehen lassen. Aber dann bin ich auch da so weit. Auch das kommt auf ein Brettchen. Ist also 2-3 Minuten Ruhe lassen und dann kann ich es anschneiden. Das ist super saftig, das glänzt. Das kann gar nicht trocken sein. Ihr seht, wie dort das Brüstchen glänzt und schimmert. Hervorragend. Schmeckt das aber auch. Ein Coca-Cola Chicken im Speck gewickelt, schön glasiert. Rezept à la Myron Mixon. Schmeckt das? Also, ihr seht, super saftig, es glänzt. Es ist super saftig, es ist mega zart. Barbecue-Sauce hast du natürlich im Maul, Speck, würzig, Cola. Irgendetwas hat es. Fein ist es auf jeden Fall. Ich habe es jetzt 3 Stunden mariniert. Im Rezept ist es über Nacht, also Minimum 6 Stunden. Dann wird der Cola-Geschmack wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dringen. Aber so ist das genauso gut. Und ich könnte sagen, ich habe das Coca-Cola Chicken gemacht. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich esse jetzt noch ein bisschen Coke Chicken. Bis nächste Woche. Geben wir einen Daumen rauf. RBBQ. Bis bald. Ich weiss, mit vollem Mund isst man nicht, redet man nicht. Das ist lecker. Also, ein Cola Chicken schmeckt hervorragend, unbedingt Minimum 6 Stunden marinieren lassen, besser noch 12 Stunden, dann zieht er den Cola-Geschmack ein. Danke vielmals fürs Zuschauen, bis nächste Woche, RBBQ und tschüss.